Jawohl, bei Dortmund Leverkusen ist gerade Schlägerei. Ja, komm, deine Mutter ist... Ja, deine Mutter habe ich in Frankfurt Hauptbahnhof gesehen. Rote Karte, tschüss. Werden jetzt rot bekommen. Gelb. Jonathan Tah steht da, sagt, ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Was ist denn passiert hier, komm. Schlotterbeck grätscht, kommt ein bisschen zu spät. Frimpong fliegt drüber. Oh, ist ein hartes Einsteigen. Dann ist Frimpong sauer. Wirtz und Schlotterbeck mögen sich nicht. Frimpong schubst einen weg. Schlotterbeck schubst zurück. Frimpong nochmal. Dann hat auf einmal Stanisic Schlotterbeck zu Boden getackelt. Dann sagt der Schiedsrichter, kalmer, kalmer. Keiner hält sich dran. Boniface kommt rein. Klatscht Schlotterbeck einfach um. Frimpong wird von 3 Trainern und 2 Betreuern festgehalten. So, wie geht's weiter? Also, Frimpong eine glatte Rote. Auch geil, der Schiedsrichter kommt und sagt, ruhig, ruhig, ruhig. Und genau in dem Moment beruhigt sich original keiner. Richtig Autorität, der Mann. Der sagt, ruhig, ruhig. In dem Moment geht die Boxerei los. Scheiße. Videobeweis. Das ist voll interessant, Junge. Ich liebe so Fitner. Oh, ist aber keine Rote für mich. Ey, Schaka zieht ihn... Oh, ist aber keine Rote für mich, nee. Xhaka zieht Schlotterbeck so ein bisschen weg. Kann man als Würgen interpretieren. Oh, ist für mich kein... Oh, weiß ich nicht. Also Boniface auf jeden Fall nicht. So, Videobeweis. Der Mann greift in die Tasche. Rote Karte annulliert. Kriegt jetzt Xhaka dafür rot? Das wäre ja lustig. Boniface, rote Karte annulliert. Gelb für Xhaka. Ja, wegen Umreißen. Okay, aber dann gut gelöst vom Schiedsrichter. Also er hat auf jeden Fall gar nicht für Ruhe gesorgt. Perfekt, und Xhaka die 5. Gelbe. Ist das gerade geil. Okay, so. Also, ich sag euch jetzt übrigens, wie es abläuft. Es ist die 90. Minute. Gegen Leverkusen wurde gerade eine rote Karte zurückgenommen. Das heißt, die machen gleich noch ein Tor. Als ob die das Spiel verlieren. Aber es wäre auch irgendwie typisch. Wenn die verlieren, dann gegen Edin Terzic schwarze Magie. Wie lange gehen die Scheiße jetzt hier noch? Auch um brutalo Foul. Die Bild macht immer so geile Boomer-Schlagzeilen. Die Bild würde so eine Schlagzeile machen wie... Dortmund-Star fliegt wegen Brutalo-Foul. Es passiert wirklich. Nee, Hummels ist... Digga, Hummels ist einfach gerade Real Talk der beste Innenverteidiger der Liga, ne? Warum ist der so verfickt nochmal gut? Das ist geisteskrank. Boniface-Assist wäre auch zu witzig gewesen. Ehrlich. Ach, Reus spielt ja mal wieder. Lol. Boah, war das Adeyemi? Das war krass gemacht. Lol, hat den Freistoß nicht gekriegt? Ist das ein Ringkampf? Oh, hätte ich aber auch, glaube ich, für Dortmund gegeben. Durinville war das. Boah, es wird stark gemacht. Alter Grimaldo, du kleiner. Das war ja wirklich. Das ist eigentlich gelb-rot für mich. Ohne Spaß. Eigentlich gelb-rot. Das ist ja lächerlich. Alter, wie unsportlich. Ich kommentiere ja hier gerade voll für Dortmund, aber ich habe 4 Leverkusen bei Kickbase oder so. Warte mal ganz kurz. Oh nein. Ne, 3. Kosunu einfach nicht gespielt. Jonathan Tah 50 Punkte, Robert Andrich 57. Oh, perfekt. Das war's mit dem Leverkusen-Hype, alle verkaufen. Ja, jetzt Wirtz macht eine Vorlage. Ich sag, die machen noch eins, ohne Spaß. Das ist, dieser Verein, das ist komisch. Diese Handspiele finde ich so bitter, ne? Wenn du den Ball versuchst, mit der Brust anzunehmen oder so, dann technischer Fehler und dann an die Hand. Die sind immer ganz ekelhaft. Ja, okay, Digga, ganz im Ernst, ne? Also, ich habe keinen Bock mehr auf Leverkusen, so, weil die mir zu krass sind. Aber für die Schönheit und weil es gegen Dortmund ist, Grimaldo, darfst du den jetzt brutal in den Winkel reinwichsen, okay? Digga, der hat den wirklich fast da reingedreht. Alter, er hat den wirklich da fast reingedreht. Der hat so eine geile Schusstechnik, dieser Grimaldo. Also ich sag, die machen, wie viel haben die noch? 1,5 Minuten. Die machen noch einen. Die machen safe noch einen. Die können nicht verlieren. Halt die Fresse! Digga, ich kann diese... Nee, auch wenn es gegen Dortmund ist, die gehen mir auf den Sack, das ist zu viel. Das ist, es war so klar. Es war so klar. So klar, Digga. Nee, ich sag's, wie es ist. Erfolg macht unsympathisch. Das macht unsympathisch. Die sind mir viel zu gut. Das kannst du, es geht nicht. Die kriegen in der 90. eine rote Karte. Die rote wird zurückgenommen. Und dann stolpern die da in der 97. einen rein. Nee, wirklich, ich kann das nicht mehr. Wirklich, das ist viel zu krass. Das ist viel zu krass. Ist das geil. Boah, aber brutal eingelaufen von Stanisic, ne? Brutaler Laufweg. Das war safe einstudiert. Der Laufweg von Stanisic ist überragend. Überragend. Boah. Hater würden sagen, das Tor fällt nur, weil Gregor Kobel sich dazu berufen fühlt, den Ball von Grimaldo zu halten, obwohl der vorbeigegangen wäre. Also, Spaß beiseite. Ey, ich glaube, der ist der Letzte, dem man da Vorwurf machen kann.
Nee! Nein! 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 Nee. Bruder, die hätten hier gerade noch fast das 2-1 gemacht. Das wäre zu viel gewesen. Das wäre zu viel gewesen, wirklich. Digga, die können nicht verlieren, das Spiel ist durch. Das ist... Junge, ich weiß dir, das ist... Wenn du gerade easy Geld verlieren willst, ne? Wenn du gerade... verlieren willst, gewinnen willst. Wenn du gerade easy Geld gewinnen willst, tipp darauf, dass Leverkusen, wenn die hinten liegen, in der 90. ein Tor machen. Also das ist ja wirklich nicht mehr normal, ne? Das ist ja wirklich nicht mehr normal. Ey, warte mal, ich muss eigentlich positiv sehen. Ich hab doch die Kickbase Leverkusen, wo stehen wir denn jetzt? Aha, Andrich 71, Jonathan Tah 66. Da sind wir doch schon wieder am Start. 440 Punkte diesen Spieltag. Abgeschlagen letzter. gibt schon Fabrizio Tweets. Ach, Digga. Ich würde gerne noch was über Frimpong und Grimaldo wissen, Fabrizio. Wie viele Scorer haben die und welche Position spielen die? Junge, es ist bei ihm halt ohne Spaß, ne? Ich finde Fabrizio ja cool, der hatte auch krasse Informationen, ne? Aber es ist mittlerweile so verdammt auffällig. Junge, es ist wirklich krank, ne? Es ist wirklich krank. Der hat auch vorgestern oder so auf einmal einen Tweet gemacht über einen Spieler mit 200.000 Euro Marktwert, der aktuell in der Regionalliga spielt. So, Junge, als ob der über den einen Tweet verfasst, so.